Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 15. Juli. Dass man in Hemsen keine Angst davor haben musste, eine Hakenkreuzglocke zu beherbergen, war Küster Friedrich Burdorf schon klar, bevor die Kirchenleitung alle Kirchengemeinden beauftragte, sich die eigenen Kirchenglocken doch sicherheitshalber noch einmal etwas genauer anzusehen. Friedrich Burdorf kennt seine beiden Glocken. Die Hake am Sonntag hatte die heimischen Landtagsabgeordneten gebeten, den Leserinnen und Lesern zu schildern, wie es ihnen ergangen ist in der letzten Sitzungswoche vor den Ferien, die gespickt war von Beratungen und der Betreuung von Besuchergruppen. In der Hams lest ihr den Bericht von Politprofi Helge Limburg. Im Juni drehte sich im Waldkindergarten Hemsen alles um Eier und Nester und gegen Ende des Projekts auch um den Vogel des Jahres, den Star. An einem schönen Sommermorgen kam Anja Theissen vom NABU Nienburg mit allerlei Gepäck in den Hemser Wald. Nicht nur mit Werkzeug, Holz, Schrauben und Nägeln, sondern auch mit vielen Infos und spannenden Spielen. Der gemeinnützige Verein Luise hat sich langsam in den neuen barrierefreien Räumen in der Bürgermeister-Heuwemann-Straße in Stolzenau eingerichtet und möchte jetzt mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Nienburg die Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger und dementiell veränderter Menschen ausbauen. Der Countdown läuft für das mittlerweile dritte Weinfest, das am kommenden Samstag, 21. Juli, ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz in Holzhausen stattfindet. Den musikalischen Part übernehmen ab 19 Uhr The Bandorans aus Achim. Der Eintritt ist frei. Till Brönner kommt nach Haßbergen. Nach dem großartigen Konzert von Max Mutzke und den Jazz Allstars im Vorjahr ist es dem Veranstaltungsteam der Alten Kapelle Haßbergen gelungen, für Samstag, den 8. September, den weltbekannten Trompetenvirtuosen mit erstklassiger Bandbesetzung zu engagieren. Zum Sport. Das Steimker Waldstadion war erneut Schauplatz eines Testspiels mit Bundesliga-Jugendfußball. Die U17-Teams des Hamburger SV und von Borussia Dortmund trafen am Samstag aufeinander und lobten die hervorragenden Bedingungen. Hintergrund: Seit April sorgt eine neue Beregnungsanlage für sattes Grün. Nach 4 Jahren Abstinenz freut sich Steierberg wieder auf ein echtes Handball-Highlight. Am 3. August gastieren die Bundesligisten GWD Minden und HSG Nordhorn in der Sporthalle. Das Vorspiel bestreiten 2 Frauenteams aus der Bundesliga. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.